Freunde, natürlich läuft bei mir nicht alles rund. Natürlich habe ich auch mal einen laschen Tag. Natürlich geht es mir auch mal nicht gut. Natürlich habe ich auch mal eine schlechte Laune. Das ist doch völlig normal. Nee. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ein Coaching-Problem. Das, was ich gerade gesagt habe, klingt wahrscheinlich sehr sympathisch. Also ich kann mich erinnern an früher, wenn mir das andere Coaches gesagt haben, dann hat sich das gut angefühlt. So nach dem Motto, geil, dem geht's auch mal nicht gut, der hat auch mal einen Scheißtag, es scheint normal zu sein, man denkt ja immer in der Social-Media-Welt, alles läuft rund und so weiter. Und das ist ein wirkliches Coaching-Problem, weil im Coaching-Kontext würde ich gerne das öfter sagen, was ich eben zu Beginn gesagt habe. Und jetzt kommen wir zur Challenge. Ich kann das nicht sagen. Und das klingt jetzt komisch, aber ich habe das nicht. Läuft es bei mir jetzt immer rund? Geht es mir immer gut? Bin ich immer gut gelaunt? Habe ich keine Probleme? Ja. Ich lüge euch doch nicht an. Ich weiß, damit mache ich mich vielleicht jetzt unsympathisch oder unglaubwürdig oder das kann nicht sein, Kelvin. Das ist nicht normal. Also erstmal, das wird nicht so bleiben. Niemand lebt ewig. Es kommen Situationen auf einen zu. Da werde ich auch Probleme haben, da wird es mir auch scheiße gehen und so weiter. Ganz klar. Und ich hatte das in der Vergangenheit. Ich hatte schon richtige Probleme, gesundheitlich, Muskel, Krebs durchgemacht, Geldprobleme, alles schon durchgemacht. Ich sag nur, in meiner Zeit als Business Coach, wenn ich jetzt mal in die letzten 5 bis 10 Jahre zurückblicke, ich kann da nicht abliefern in dem Bezug. Wahrscheinlich ist es auch eine Bewertungssache. Mir zwickt jetzt leicht der Rücken. Geht's mir jetzt scheiße? Nee, ich habe heute Morgen hart trainiert, mein Rücken zwickt. Es nervt ein bisschen, aber oh, mir geht's heute nicht gut, der Rücken. Nee, bin ich irgendwie krank, angeschlagen mal? Nee, ich bin nicht krank. Bin ich irgendwann schlecht gelaunt? Nee, habe ich Sorgen? Nee, ich habe keine Sorgen. Ich habe Dinge, mit denen ich mich befasse, aber nichts, was mich krass runterzieht. Weil das kannst du ja alles vermeiden, wenn du deinen Alltag entsprechend gestaltest. Und nochmal, ich rede jetzt nicht von Schicksalsschlägen, die uns erreichen. Das ist schlimm und die kannst du auch nicht wegbewerten. Die musst du einfach nur ertragen und durchleben. Glücklicherweise hatte ich sie nicht die letzten Jahre. Und all die anderen Dinge, ich glaube, es ist eine Kombination zwischen Glück, Schicksal, wie auch immer, und passende Lebensweise. Und glaub mir, Leute, alleine um eine tiefere Bindung mit euch zu erzeugen, würde ich schon mal gerne sagen, ja, mir geht's auch mal scheiße, mir geht's auch mal schlecht. Manchmal läuft's Business auch nicht rund, das ist völlig normal. Aber es wäre eine Lüge. Und ich habe mich auch schon im engeren Kreis schon öfter mit einigen unterhalten, unter anderem Ben Ouattara kennt mich ja. Und meine Familie kennt mich ja auch in- und auswendig. Und die könnt ihr fragen. Es ist wirklich so. Das ist ja schon fast eine Belastung. Ich fühle mich ja schon fast mies. Weil es komisch ist und es ist unglaubwürdig. Bestimmt sehen einige dieses Video jetzt, die sagen, Kelvin, das kann nicht sein. Du erzählst es nur nicht. Aber ey, ich habe echt überlegt. Also, es gibt Tage, an denen bin ich wirklich nicht fit. Den letzten, an den ich mich erinnern kann, war, als ich vom Zahnarzt kam. Ich habe eine Vollnarkose bekommen. Ich bin hierher gekommen. Und da würde ich sagen, da war ich jetzt nicht sonderlich fit. Ich habe mich entspannt hingelegt, habe gelesen, aber das war ein Tag, da war ich jetzt nicht sonderlich fit. War das jetzt ein scheiß Tag? Nee, es war ein geiler Tag. Also ich habe mich gut gefühlt an dem Tag. So, aber da war ich nicht 100% fit. Ja, ist so. Also den Tag gibt's mal. Krank. Wann war ich das letzte Mal krank? Also richtig antriebslos. Kann ich mich nicht erinnern. Habe ich mal so Phasen, wo ich mich ärgere? Ja,
3 Minuten beim Zocken. Dann höre ich auf zu zocken, bevor es weitergeht. Also da gibt es mal 3 Minuten, wo ich mich ärgere. Aber das war's dann auch. Ansonsten, Leute, Garantie, ob es es glaubt oder nicht. Also, wenn mir jemand ins Auto fährt. Gestern gab es hier einen Feueralarm. Ne? Und 3 Feuerwehrautos hier. Und ich bin gerade gegangen nach Hause zum Abendessen. Hab's dann meiner Family erzählt und meine Frau so, wie du gehst, wenn da gerade Feueralarm ist. Was ist, wenn da jetzt brennt? Sag ich, nee, das war so, der Feuerwehrmann hat gesagt, es kann ab und zu mal passieren, Fehlalarm. Aber dann bin ich so zurückgefahren und habe mir überlegt, was ist, wenn jetzt alles abgebrannt wäre? Alles ist drin, Technik, iPad, meine Räumlichkeit, alles ist da drin. Wie würde ich mich danach fühlen? Ich habe versucht, da reinzugehen und irgendwie, ich war so drin im Moment in meinem Tagtraum und habe mir dann so vorgestellt, wie es ist. Und dann hätte ich mich so gefühlt wie, ja, ist kacke jetzt. Aber gut, find mal eine Lösung. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es mir scheiße gegangen wäre. Früher ja. Wenn mich auf der Straße jemand anpöbelt, mir geht's. Das, also ihr seht schon, ich habe da Probleme, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber ich wollte es einfach mal sagen. Es gibt diese Welt. Ich habe keine Ahnung, ob sie normal ist. Es gibt mit Sicherheit da draußen Menschen, denen es ähnlich geht, denen es immer gut geht. Die gibt es. Es sind vielleicht nicht die meisten. Die meisten von uns haben mit Problemen, mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Und ich hatte das auch mal. Aber ich wollte nur sagen, so geil es sich anhört, ja, ich habe auch mal einen Scheißtag und so weiter. Sorry, wenn es sich jetzt nicht geil anhört oder vielleicht hört es sich geil an. Nein, ich habe nie einen Scheißtag. Mir geht es immer gut. Ich bin immer motiviert. Ich habe immer eine Energie. Das Business läuft immer rund. Es gibt Monate, die laufen nicht geil, aber immer noch gut. Und es gibt Monate, die laufen sehr geil. Ich hatte keine Scheißmonate in den letzten Jahren. Also so richtig Scheißmonate. War nicht. Sorry, wenn es unsympathisch oder unglaubwürdig. Aber ich lüge euch nicht an. Ich sehe es nicht ein, nur um sympathischer zu werden, euch anzulügen. Weil es dann für Storytelling und für die Heldenreise geil klingt. Ja, und dann habe ich mich aber wieder zurückgekämpft. Und ja, das klingt alles geil, aber ich hab's halt nicht. Ich kann das nicht vorweisen. Ich war auch neulich in so einem Live-Event mit Benjamin. Der hat so Online-Kongress und hat auch die Frage gestellt, was waren deine Rückschläge im Jahr 2021? Was waren deine, so gab es da ein paar Tiefpunkte, wo du daraus gelernt hast? Sorry, hatte ich nicht. Gibt's nicht. Nö, kann ich nicht sagen. Und ich müsste schon arg blind sein, die zu erkennen. Wie gesagt, mir zwickt ab und zu mal der Rücken. Ab und zu springe ich nicht lachend aus dem Bett, ab und zu stehe ich ganz normal schnell aus dem Bett. Und manchmal ärgere ich mich 3 Minuten beim Zocken. That's it. Die Wahrheit. War jetzt vielleicht nicht das sympathischste Video, sorry. Ich konnte vielleicht nicht das liefern, was ihr erwartet, wo man Gemeinsamkeiten entdeckt und geil, dem geht's auch so. Ich bin trotzdem ganz normal menschlich, weil ich hatte diese ganze Scheiße. Und werde sie in der Zukunft mit Sicherheit irgendwann auch bekommen. Aber aktuell ist es halt nicht so. Und deswegen kann ich euch auch zeigen, wie man da hinkommt. So ein Leben darf und kann auch existieren, dass es immer geil ist. Ja. Dauert halt vielleicht, um das zu arbeiten. Keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Gedanken. Das fiel mir schon schwer, dieses Video. Aber das muss ja auch mal gesagt werden. Ne? Und Instagram, Fake-Welt, ja. Also wenn ich jetzt ein Bild aus Kapstadt poste, bin ich vielleicht nicht in Kapstadt. Das sieht man aber in meinen Stories. Das ist schon fake. Man könnte denken, wenn man nur mein Bild sieht, ich bin in Kapstadt und so. Aber alles, was ihr von mir seht, ist 100% real. Wirklich. Also da ist kein Fake. Und ich wäre der Erste, der euch mitnimmt in meine Scheißzeit. Ich wäre der Erste, der euch mitnimmt und sagt, Leute, ist gerade eine Kacke passiert, Scheiße. Mir geht es auch heute mal nicht so gut, darf auch mal sein. Das wird mir überhaupt nicht schwerfallen, aber es ist halt nicht so. Hiermit ist alles gesagt. Warum habe ich das mit euch geteilt? Weil ich immer wieder gefragt werde, was waren deine Rückschläge in den letzten Monaten und so weiter. Habe ich nicht, fragt mich nochmal in ein paar Jahren, dann gibt es bestimmt was. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder und ich bin gespannt auf eure Reaktion. Bis morgen.